Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Survive Minecraft. Ja, beim letzten Mal waren wir fröhlich hier stehen geblieben in unserer Bude. Ich glaube, Bude fängt ja schon mal gut an mit Verhaspeln. Um genau zu sein, hier unten in unserem Zentrallager. Ja, der ein oder andere hat vielleicht ja mitbekommen, dass es bei mir jetzt ein paar Ausfälle gegeben hat. Ich glaube, Minecraft sollte nicht davon betroffen sein. Grund war familiärer Zwischenfall, um genau zu sein, ein Todesfall. Ich habe mich dann kurzweilig nicht in der Lage gesehen, irgendwas aufzunehmen. Ich hatte da keinen Kopf zu, kann man vielleicht auch verstehen. Dementsprechend kam es jetzt zum Beispiel bei Portal 2 und bei Don't Starve dazu, dass da die Folgen, der Folgennachschub wohl kurzzeitig zum Erliegen gekommen ist. Wie gesagt, Minecraft müsste ich genug vorproduziert gehabt haben, um dies zumindest nicht, dass es für euch zumindest nicht merkbar ist oder aufgefallen dürfte groß. Wenn man sich jetzt fragt, warum es keine andere Info gegeben hat, hey, ihr habt vielleicht noch nicht gemerkt, es gibt einen Twitter-Kanal. Da möchte ich diese Gunst der Stunde bzw. dieser Minute nochmal zu nehmen, nochmal darauf aufmerksam zu machen. Verlinkung ist in meiner Beschreibung oder auch auf meinem Kanal zu finden. Guckt einfach mal auf den Twitter-Kanal vorbei. Könnt ihr noch gerne followen. Jedenfalls, wenn es irgendwas gibt, was den Kanal betrifft, wie jetzt zum Beispiel diese Ausfälle, das wird dort bekannt gegeben. So seid ihr immer auf dem aktuellen Stand und wisst über alles, was hier geschieht, Bescheid. Ja, jetzt ist leider doch eine ganz schöne Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme und ich weiß gar nicht so ganz, was wir jetzt eigentlich noch alles machen wollten. Auf jeden Fall mal jetzt noch ein bisschen Platz hier. So, Schilder, bla bla, Ping, Buff. Ich glaube, Holzfarmen war so ein ganz wichtiger Punkt, was wir noch ganz viel machen mussten. Auch hier wollte ich mal schauen. Irgendwie hatte ich eine Idee, was man hier doch vielleicht noch minimal anders machen könnte. Oh, kein Fallschaden, das ist gut. Ich glaube, das schaue ich mir mal an, ob das aussieht. Das heißt, das käme jetzt auch weg. Ja, ich werde jetzt erstmal primär hierin arbeiten. Ich habe aber auch vor, noch etwas anderes zu machen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich diese Aufnahme schaffe. Ja. Naja, wir müssen ja eh und je noch nach unten. Hops, so. Ich überlege gerade. Das sieht... Obwohl, muss man mal gucken. Muss man mal schauen, wie ich das mache. Vielleicht setze ich da auch einen Lightstone oder so irgendwas rein. Lassen wir es erstmal so. Das soll halt nur ein bisschen runter und ich möchte diese Barriere zum Laufen ganz gerne auf diese Ebene bringen hier. Ich glaube, das sehe etwas besser aus. Ja, das sieht auf jeden Fall etwas besser aus, weil so könnte man zur Not auch so machen. Hätte hier immer noch dann... so natürlich nicht. So ein bisschen offen, aber dennoch geschlossen in sich. Ich glaube, hier unten klopft sich dann auch schon mal die nächste Reihe raus. Jedenfalls grob Holz werden wir da auf jeden Fall ganz viel für besorgen müssen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt so langsam wieder den Kopf frei, dass ich aufnehmen kann, wie ihr gerade merkt, wenn ihr das hier seht. Und es wird jetzt im Februar ein paar Neuerungen geben von Projekten her, weil wenn Alice Madness Returns, was ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht fertig aufgenommen habe, aber hoffentlich bald fertig aufgenommen haben werde, wird es doch das ein oder andere neue Projekt auch geben. Es war ja schon angekündigt, dass es auch Horrorspiele demnächst hier geben soll. Bin ich halt noch nicht zugekommen durch den Vorfall jetzt, wodurch sich auch meine Pause... heute habe ich es da, glaube ich, ganz gut. Wodurch halt die Pause auch zustande gekommen ist. Ja, schon wieder. Mein Güte, ich glaube, das muss ich mir mal gewöhnen. Nun, denn... Jedenfalls ist es dann noch dazu gekommen, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, andere Projekte aufzunehmen. Also auch noch die angekündigten Horror-Let's Plays, die ja dann mit... Aua. Das sieht ja mal schäbig hier aus. Weg, weg, weg. Die ja mit... Ja, wie heißt es jetzt? Man merkt, ich bin immer noch etwas durcheinander und kann mich noch nicht ganz so 100% konzentrieren. Slender, genau, mit Slender den Anfang machen sollten. Wird auch noch alles kommen. Zudem kann ich jetzt schon mal ankündigen, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch im Laufe des Februars ein ganz neues Projekt geben wird. Sogar von einem sehr aktuellen Titel. Ich habe mich nämlich entschieden, ein Spiel, was jetzt
demnächst rauskommt, auch zu Let's Playen, ja, ihr werdet es dann ja sehen, wenn es soweit ist. Wie gesagt, auf Twitter werdet ihr es dann rechtzeitig auch angekündigt sehen. Hallo Kuh. Und nebenbei auch ein Together-Projekt wird wohl noch hinzukommen. Das, wie gesagt, angekündigte Feed the Beast. Ich hoffe mal, dass mir das auch liegen wird. Beziehungsweise, dass ich es zeitlich auch schaffe, noch die ganzen Projekte unter einen Hut zu bringen. So langsam mehrt es sich doch, aber man ist halt auch ganz froh darüber, wenn es so langsam aber sicher auch ein paar Views mehr gibt. Also, ich sag's so, Adventure Map sollte ich nicht mit dieser Tastatur spielen. Falls ich da aber zukommen sollte. Na, Musik, komm. Bist du leise? Ja. Ne? Na, machen wir nächste Musik, DJ. Auf jeden Fall mal jetzt erstmal wieder genug Holz. Das sollte zumindest reichen, um ein bisschen voranzukommen. Ich probiere hier in diesem Moment bei dieser Aufnahme auch etwas Neues aus. Bis dato habe ich immer mit 30 Frames... Ey, Baumkuh, weg mit dir! Das ist ja mal eine Freche. Ich fühle mich verfolgt von den Kühen hier oben. Wollt ihr lieber hier oben leben? Tja, tut mir leid, ich holz das ab. Ja, Mu, da könnt ihr euch muhen. Jedenfalls habe ich mir gedacht, probierst das mal aus. Ich hoffe, man merkt dann im Video vielleicht eine leichte Qualitätsverbesserung, dass ich jetzt nicht mehr mit 30 Frames wie gewohnt aufnehme. Spielen tue ich ja grundsätzlich ja mit so viel wie geht. Sondern halt, dass ich jetzt wirklich mit 60 Frames aufnehme. Render tue ich hinterher natürlich trotzdem nur mit 30. Mehr brauche ich ja nicht für YouTube. Aber vielleicht bringt es ja so eine kleine... dass die Aufnahmen mit Bildern vielleicht ein bisschen flüssiger werden. Ich irgendwo hängen bleiben kann. Aber das ist erstmal Testphase. Ich schau mal. Das wird man dann sehen. So. Ah, hier ein Bäumchen hin, da ein Bäumchen hin. Hui. Und was ich halt wirklich jetzt demnächst in Anspruch, in Griff nehmen werde. Wie viel Holz haben wir jetzt? 38 ist nicht so viel, aber es sollte erstmal reichen. Wir werden nochmal den Spawner, den wir da bei der einen Erkundungstour gefunden haben, uns genauer anschauen. Und ich werde mir dann vornehmen, dort schon mal den groben Ausbau zu beginnen für eine XP-Farm. Dass wir hier zum Beispiel auch mal besser entscharten können, etc. pp. Ja. Dafür wird es dann auch definitiv noch Touren in den lieben, lieben Nether geben. Denn was ich für die XP-Farm auch brauchen werde, ist Lightstone. Beziehungsweise ich muss dann aus den Lightstone Lampen machen. Ja, werde es wahrscheinlich wirklich mit an- und ausschaltbaren Lampen machen, damit man den Spawner auch aktivieren oder deaktivieren kann. Wer meine Let's Play-Show-Welt gesehen hat, hat dann zumindest schon mal hinter die Kulissen schauen können, wie so ein Ding bei mir aussieht. Vorgeführt hatte ich es ja damals nicht, weil wir ja auf Peaceful gespielt haben. Beziehungsweise ich das auf Peaceful aufgenommen hatte. So. So, machen wir zack, zack, zack. Und gehen hier mal eine Tiefe. Und jedenfalls werde ich versuchen, so einen Spawner nachzubauen, beziehungsweise wie ich ihn da hatte, nur mit hoffentlich besser funktionierender Kohle. Redstone-Schaltung. Ich habe da ja von Chariot damals mal einen Tipp gegeben, wie ich die doch etwas vereinfachen kann. Ups, so viel hätte ich gar nicht abreißen müssen. Tutti tutti tu, das hat keiner gesehen. Es gehört so. Ja, ich werde gleich mal in unsere Schmiede gehen müssen. Ein bisschen guten... Stein anschmeißen. Denn der wird leider nötig werden hierfür. Es ist schon wieder so ruhig. Ja, die Minecraft-eigene Musik ist manches Mal doch sehr leise. Ja, die Playlist muss ich auch... weiter überarbeiten. Kommt alles, keine Panik. Ich habe es versprochen und es wird auch geschehen. So, oh, da war doch wieder... Palim Palim, Level 25. Ich weiß gar nicht, könnte ich diese Unterführung hier gleich lassen? Ich bin mir noch nicht sicher, wie groß das Lager hier werden wird. 3 Etagen wären aber vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht. Zack, zack. Na, komm, doch.
So, jetzt kommen wir hier wenigstens wieder hoch. So. Das heißt, jetzt klopfe ich aber erstmal. Das soll jetzt hier falsch hin. Dann klopfe ich erstmal das Holz hier hin und das Holz hier hin. Nein, ja. Da lacht schon wieder die Kuh über mich. So eine bodenlose Frechheit. Hui. Ja, ich bin auch schon gespannt. Ich hoffe, dass ich es auch alles schaffen werde, auch im Alice Madness Returns jetzt wirklich bald fertig zu kriegen. Den hätte ich nicht raushauen müssen. Sah zuletzt ja schon ganz gut aus. Wir waren ja schon recht weit vorangeschritten. Haben wir noch eine Schaufel? Wir nicht den Bogen. Schaufel. Hatten ja noch ein bisschen was in dem Spiel vor uns. Aber auf jeden Fall wird es zu Ende gebracht. Und eigentlich, was ich mir so erzählen könnte, jetzt auch für ganz, ganz kurzer Zeit, kam zum Beispiel mal eine Anfrage von jemandem, einem anderen jungen Let's Player. Also wenn ich es richtig mitgekriegt habe, wenn ich die Stimme einschätze, müsste der so im Bereich 14, 15, 16 sein. Der arge Probleme mit seiner Alice Madness Returns Aufnahme, die er getätigt hat, hatte, jedenfalls beim Uploaden. Hat er mich gefragt gehabt, hey, könntest du mir vielleicht helfen? Hast du da eine Idee? So und so ist das Problem. War etwas spartanisch, seine Problemdarstellung. Im Endeffekt, YouTube hatte 480p ihm wohl nur angeboten beim Uploaden. Ich habe es mal kurz mehr angeguckt. Es war vom Seitenverhältnis nicht gerade passend. Ich habe mir gedacht, ja komm, machst du mal, bist ja kein Unmensch. Und ein bisschen Hilfsbereitschaft kann ja nicht schaden. Nette Kontakte sein, zur Community auch immer schön freundlich sein. Da hatte ich ihn zurückgeschrieben, dass, um halt ein paar mehr Infos zu erhalten, dass er mir doch mal bitte schreiben sollte, was, womit er überhaupt aufnimmt, welches Programm. Aber warte mal, das machen wir lieber unten. Wozu haben wir unsere Schmiede inzwischen? Womit er rendert, welche Auflösung er zum Aufnehmen und Rendern benutzt, etc. pp. Hab leider noch keine Rückmeldung auf diese Fragen bekommen. Ich weiß nicht, ob es sich bei ihm jetzt erledigt hatte, das Problem, oder ob er halt noch nicht dazu gekommen war, danach zu schauen, ob ich ihm geantwortet habe. Hoffe, dass er es noch antwortet, und helfen würde ich ihm doch ganz gern. Es kann ja eigentlich kein allzu schwerwiegender Fehler sein. In der Regel hätte ja auch genauso gut sein können, dass YouTube einfach nur mal etwas länger Zeit benötigt hätte, um es fertig zu rendern, beziehungsweise in der passenden Auflösung hinzugeben. Hatte ich ja auch schon was hochgeladen, war dann 480p verfügbar und erst nach ein paar Stunden stand dann eben das 1080p dabei. Haben wir jetzt noch? Verdammt, keine Half-Slips mehr in der Tasche. Jedenfalls bin ich gespannt, ob er sich nochmal meldet. Wenn, helfe ich ihm gerne. Vielleicht schaut der Herr hier auch zufällig mal zu, dementsprechend. Weißt du Bescheid? Also ich helfe dir ja gern. Jetzt aber bitte nicht in einer Tour auf Anfragen stellen. So viel Zeit habe ich dann wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn es wirklich mal sowas ist, sicherlich. Da springe ich dann ein und stehe auch mit Rat und Tat zur Seite. Jedenfalls soweit ich Rat geben kann. Ganz erfahren bin ich ja selber auch noch nicht. Im ganzen Let's Play-Business. Awkward. Cleanstone. Na Mensch, den sollte ich auch mal mit runternehmen. Kann ich irgendwas hier oben lassen? Na hier, die komischen Flinties. Dann nehmen wir das mit. Die Ho brauchen wir im Moment gar nicht. Obst hatten wir hier oben. So, Äpfel da rein. Schön dunkel draußen. Halt! Ich muss das! So, schauen wir mal, schauen wir mal. Nein, nicht den Nähter weg. Aber stellenweise kann das mit dem Rendern ja auch echt kompliziert sein. Was ich da schon für fröhliche Erfahrungen gemacht habe. Oder auch mit Aufnahmen und so weiter und so fort. Ja, irgendwann kann man ein Lied davon singen von Problemen. Das war, glaube ich, noch einer zu viel. So, kommen wir hier wenigstens hoch. Okay, den können wir auch noch weghauen. Ups! Und da sind wir runtergestürzt. Supi! Stein ansammeln, denn Stein ist kostbar für uns. Leitern brauche ich dann auch. Die könnte ich eigentlich schon mal bauen. Hier brutzelt das alles fröhlich vor sich hin. Da werde ich dann halt ein bisschen Holz mal umsetzen müssen. 16. Ups, das war jetzt ein bisschen zu viel. Na, so soll es uns egal sein. So, zack, zack.
Ja, Mo, sag ich auch dazu, meine liebe Kuh.